Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zu einem neuen Let's Test von mir. Kurzes Vorwort. Vorgestern Abend war ich auf der Webseite des BAFT-Magazins. Dort auf die Seite gehe ich öfter mal, so zum Newslesen und so, und bin dabei auf einen Artikel gestoßen, dass BAFT Beta-Keys von Archeage verlost. Und an dieser Verlosung habe ich teilgenommen und prompt einen Key ergattern können. Ja, danke dafür an das BAFT-Team, auch wenn das eher Glück und Zufall war, aber trotzdem danke. Und gestern dann, am Freitag, habe ich diesen Key dann aktiviert und habe eine E-Mail von Twilen bekommen, in der stand, dass ich keine Verschwiegenheitserklärung unterliege. Deswegen kann ich hier also fleißig aufnehmen. Was mich sehr, sehr freut. Also, kurz zu dem, was ich über Archeage weiß. Es ist ein Sandbox-MMO. Und ja, das war's auch schon. Das Let's Test wird absolut blind. Deswegen gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Erstmal erstellen wir einen Charakter. Also ich habe mich bereits in einem Server eingeloggt, nach dem dritten Versuch. Die ersten beiden Versuche haben mich rausgeworfen. Ich mache also jetzt schon den fünften Versuch oder so rum, hier das letzte Test aufzunehmen. Drückt die Daumen, dass es diesmal klappt. Also Charaktererstellung. So, Charaktererstellung. Wir haben, wie man hier oben sehen kann, vier Rassen zur Auswahl, wobei zwischen den linken beiden und den rechten beiden ein Schwert gekreuzt ist, was man hier auch unten lesen kann. Die Nuyan Allianz und die Harania Allianz sind miteinander verfeindet. Also das sind die beiden Kontinente hier. Also die Nuyan und die Elfen sind mit den Firan und den Haradi verfeindet. Gut. Das wissen wir schon mal. Gehen wir mal die vier Rassen durch. Nuyan, wir fürchten den Tod nicht. Klingt schon mal sehr selbstüberzeugt. Die Nuyan sind auch Eroberer des Kontinents. Die Nuyan, auch Eroberer des Kontinents genannt, besitzen eine zutiefst spirituelle Kultur, in deren Zentrum die Anbetung von Nui steht, der Göttin des Jenseits. Sie verehren die Traditionen, Schönheit und Harmonie ihres gefallenen Reiches und kämpfen furchtlos dafür, diese Eigenschaften in ihrem neuen Land zu bringen. Also ja, die sehen aus wie das irgendwie wie westliche Menschen. Im Gegensatz zu den Haradi, das sind eher so asiatisch angehauchte Menschen, kann man sagen. Menschenvölker. Und sie haben zwei Boni. Erst einmal ein Buff. Nuis Segen. Als Günstlinge der Göttin des Jenseits bekommen die Nuyan zusätzliche Vorteile, wenn sie ihr Reich beschützen, wodurch ihre Werte nach Wiederauferstehung doppelt so lange erhöht werden. Also ist der Tod für die vom Vorteil. Buff Kriegerarchitekten. Aufgrund der vielen Aufstände und Bürgerkriege haben sich die Nuyan zu schnellen Baumeistern entwickelt, sodass sich ihre Bauzeit für Häuser und Burgen um 30% reduziert. Ja, das sollen wahrscheinlich 30% sein, weil minus 30% ist komisch. Wenn man sich um minus 30% reduziert, dann wird es eigentlich mehr. Okay, die Elfen. Das Blut des Lebens ist die Ehre und das Blut des Todes ebenso. Elfen leben zurückgezogen und tief verborgen im Wald und meiden andere Völker so weit wie möglich. Auch wenn viele sie um ihre Schönheit beneiden, so ist ihr Verhalten doch für viele unverständlich. Sie hoffen auf einen ehrenhaften Tod und begeben sich daher oft absichtlich in Gefahr. In ihren Augen ist die größte Ehre, die Elfen zuteil werden kann, die Rache für die vergangenen Niederlagen. Also ja, die haben auch zwei Buffs. Ausdauertraining. Sobald sie laufen können, werden Elfen in den Kampfkünsten unterrichtet. Dank ihrer Ausdauer können sie unter Wasser für zusätzliche 20 Sekunden die Luft anhalten. Ist schon mal praktisch und geschmeidiger Fluss. Da sie seit Jahrzehnten am Venussee leben, sind die meisten Elfen sehr geschickt im Wasser, sodass sie 5% schneller schwimmen. Okay. Also gute Schwimmer und gute Baumeister haben wir schon mal. Auf der anderen Seite haben wir die Firan, irgendwelche katzenähnlichen. Klaue zu Erde, Blut zu Wasser, Fang zu Wind, Fell zu Feuer. Okay, ja, das sind Katzenkrieger, würde ich sie mal nennen. Die rastlos nomadischen Firan durchstreifen die Wälder und sie werden getrieben von ihrem Traum, die Natur zu beschützen.
und erneut zu vergangenem Ruhm zu gelangen. Sie glauben fest daran, dass alles Leben, wie klein es auch ist, nicht nur wertvoll ist, sondern der Natur eine wichtige Rolle spielt. Jeder Vierer muss danach trachten, seine Bestimmung zu finden und seinen Beitrag zu leisten. Also ja, sozusagen die Druiden-Wald-Menschen-Variante. Das genaue Gegenteil von den Elfen hier, würde ich sagen. Katzengleiche Reflexe. Dank ihrer Reflexe können die Vierer an ihren Körper im Fall so biegen, dass sie sanfter landen. Wodurch sich der Fallschaden 20% verringert. Also ja. Mit Hilfe langer, nicht einziehbarer Krallen können Vierer Bäume und Leitern 30% schneller erklimmen. Okay, also wirklich Naturmenschen, die gern klettern. Und die Harali. Wir mögen uns beugen, aber niemand vermag uns zu zerbrechen. Harali sind Überlebende im wahrsten Sinne des Wortes. Manche mögen zwar auch immer, mögen was auch immer tun, um zum Erfolg zu gelangen, aber dabei zugrunde gehen. Harali allerdings tun, was auch immer notwendig ist, um zu leben. Praktisch veranlagt, gerissen und familienorientiert überrascht es jemanden, was die Stärke ihres neuen Königreichs, der ihres verloren gegangenen Königreichs, in nichts nachsteht. Portalmeisterschaft. Die Weitläufigkeit des Reichs der Harali hat seine Bewohner gezwungen, Reisen durch den Einsatz von Portalen zu beschleunigen, was die Wirkzeit und den Cooldown der Fähigkeit Rückruf um 30% verringert. Also ja, so Ruhesteine wie in WoW scheint es auch zu geben, so eine Fähigkeit. Urwaldzähmer. Die Besiedlung des Dschungel von Mahadevi hat die Harani gelehrt, effizient zu arbeiten, sodass sich die zur Holzgewinnung und für das Sammeln von Kräutern benötigte Zeit um minus 10 reduziert. Okay, also Teleporter und Farmer haben wir hier. Gut. Für das Let's Play hingegen werde ich keinen männlichen Charakter nehmen, weil bei solchen MMOs habe ich immer irgendwie das Problem damit, Kerlen länger als 10 Minuten auf den Hintern zu starren. Deswegen wählen wir mal weiblich aus. Oh, sieht schon mal ganz süß aus, die Kleine. Aber gucken wir uns mal die anderen. Das sieht mir schon wieder zu niedlich aus. Elfen und... Oh, oh lala. Ja, ich glaube, ich nehme einen Nuian. Und kann auch was am Erscheinungsbild noch ändern. Frisur auswählen zum Beispiel. Was gibt es denn so für Frisuren? Ey, cool, sogar die Haare gehen mit, wenn ich sie drehe. Also ja, Frisuren scheint es ziemlich viel zu geben. Gibt es einen Pferdeschwanz zufällig? Gucken wir mal. Sieht nicht so aus, oder? Man kann sogar Beispiele hier auswählen oder Augen. Ah ja, hier wählt man die Augen genau aus. Hier wählt man sie etwas, ja, etwas gröber aus. Also das hier sind Kombinationen. Hier kann man alles selber einstellen, so wie es scheint. Augen auswählen, Augen auswählen. Ne, wir nehmen etwas kürzere Haare, wenn es welche gibt. Hier wäre ein Pferdeschwanz, oder? Ja, wir nehmen den Pferdeschwanz. Das Haar, nein, nicht so. Zu dunkel, also die Haare hier sehen ein bisschen anders aus, die Haarfarben hier, als sie hier drüben erscheinen. Gibt es was Blonderes zufällig? Nein, nicht so dunkelblond, hier gibt es Blondere. Ja, das Blond sieht gut aus, das gefällt mir. Augen. Was kann ich hier an den Augen für... Ach, die Augenbrauen. So sieht das gut aus. Und die Augen. Na, ja, nehmen wir die Augen. Stil. Augen-Make-up, Nase. Nase kann... So bleiben oder nein, das ist mir zu groß. So kann die Nase bleiben. Okay. Volk haben wir, Skillset haben wir. Als nächstes, wir könnten noch Details dazu auswählen. Oder den Kopf ein bisschen verändern. Nein, das ist mir definitiv zu. So sieht's gut aus. Mund. Nein.
Ja, so vielleicht. Hier könnten wir noch die Haut und so auswählen, aber ich denke, das war's von der Charaktererstellung. Am besten, ich will da nicht jetzt hier im Let's Test nicht zu viel Zeit reinstecken. Gehen wir einfach auf Skillset auswählen. Kämpferzorn ist Kampf, okay. Zauberei. Bong. Feuer, Eis und Blitz. Magie, aha. Machen wir nochmal Kämpferzorn. Ah ja, das ist Kampf. Bogenschießen. Und ja, hier unten sind die Fähigkeiten dazu. Vitalismus ist Heilung wahrscheinlich. Okkultismus wird Totenbeschwörung sein, ne? Ja, Schreckgeschwätz beschwören hätten wir da. Lebenskraft absorbieren, lebender Morast. Okay, und Schattenspiel. Okay, das ist so eine Art Schurke, würde ich sagen. Ich würde sagen... Nee, Bogenschießen ist eher was für Silastra, von meinen von meinen weiblichen Charakteren. Aber so wie ich sie jetzt hier designt habe, ist sie eher Talisa, meine Nahkämpferin. Okay. Charakter erstellen. Diesen Charakter abschließen, ja. So, wir haben Talisa, die jetzt gar nicht mehr so aussieht, wie sie vorher aussah. Okay, dass die Oberweite mitwackelt, ist ein bisschen verstörend. Ich hätte sie vielleicht etwas kleiner machen sollen. Aber egal. Geldmittel 0, Sichelbundthron. Okay. Auf ins Spiel. Nujan haben im Angesicht des Todes keine Angst. Wie könnten sie auch? Ihre Schutzgottheit ist die Göttin des Jenseits. Tod heißt, vereint zu werden mit ihr, die als Göttin ihr Leben gab, um alle Völker zu retten. Mit dem letzten Hauch ihrer göttlichen Seele hat sie alle Völker in ein neues Land geschickt. Alle verloren ihre alte Heimat, ihre alten Götter und ihre alten Helden. Aber für niemanden war dieser Verlust so schmerzhaft wie für die Anhänger von Nui. Manche hätten es sogar vorgezogen, ihr ins Jenseits zu folgen. Auch ich. Auf ihrem neuen Kontinent haben die Nuyan nichts gefunden außer ungezähmter Wildnis. Sie träumten von ihrer prachtvollen Zivilisation auf Auroria. Aber ihre Wirklichkeit waren undichte Hütten und steinige, ertraglose Felder. Die Elementargeister, die das Gebiet seit Äonen beherrschten, quälten Nuis Erwählte. Sie herrschten von einem uralten Labyrinth aus, das im Wald versteckt war. Der mächtige Erzmagier Solsrean führte den Angriff auf die Animi und entriss ihnen die Kontrolle. Die Geister zogen sich zurück. Sie wussten, die Macht hat, wer den Schlüssel zu ihr besitzt. Solsrean baute ein Schloss über das Labyrinth und erklärte, wer es erobert, wird König. So konnten die Nuyan an früheren Ruhm anknüpfen und lernten, ihre neue Heimat zu lieben. Aber früher oder später finden sich auf einem Weg immer Stolpersteine. Ein junger Emporkömmling scheute das Labyrinth und nahm sich mit seiner Armee, was er begehrte. Selbst die zwei größten Städte Nuyas fielen. Er festigte seine Macht und nannte sein Königreich Zwei Kronen und schmiedete eine neue Art Frieden, bis das Schicksal erneut zuschlug und er ermordet wurde. Die Nuyan kämpften um ihre Existenz. Niemand merkte,
dass ein dunkles Geheimnis das Königreich infizierte. Das war das Problem. Die Nuyan bekämpften sich und merkten nicht, dass die Dunkelheit wie ein Tumor wucherte. Die Nuyan riefen ihre Göttin an und erhielten keine Antwort. Ihre Statue sah sie nur mit steinkaltem Wohlwollen an. Kein anderes Volk begriff jemals diesen Schmerz, meinen Schmerz, die Sehnsucht nach Nui. Aber was auch passiert, sie sind immer Kinder der Göttin. Manche tragen sogar das Zeichen ihrer Liebe. Und ich werde mein Versprechen halten, sie zu beschützen. Sie müssen sich nur erinnern. Der Krieg, der vor Jahrhunderten begann, ist noch nicht vorbei. Also eine typische Story. Wir haben gleichzeitig Krieg mit den Nachbarn, also den anderen Menschen und diesen Katzenwesen. Aber gleichzeitig innere Probleme, kennt man ja. So, mal gucken, ob wir herausfinden können, was Archeage so viel anders macht als andere MMOs-Spiele. Erst einmal müssen wir warten, bis geladen ist. Archeage, erschaffen, einnehmen, erobern. Also ja, das Einzige, was ich schon mal mitgekriegt habe, wir können unser eigenes Haus bauen. Aber was doch so auf uns wartet hier in dem Spiel, ist mir bis jetzt nicht bekannt. Okay, geladen hat's. Also wir sind jedenfalls bei 100%, jetzt muss nur noch das Spiel auftauchen. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Mausbuttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. Mit der Maus? Ah ja, okay. Zur Fortbewegung mittels Anklicken des Bodens musst du die Einstellungen für Mausbewegung und den automatischen Skill Fortbewegung im Optionsmenü anpassen. Und ich sehe sehr viele Leute um mich rum, die auch in die Beta gestartet sind. Okay. Dann bewegen wir uns mal zum Quest-Marker hier drüben hin. Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren, drücke F oder führe einen Rechtsklick aus. Okay. Ah, du siehst aus wie eine trunkene Ratte. Warst du wieder auf der Suche nach Seevolkschuppen? Mal ehrlich, du gerätst viel öfter in Schwierigkeiten als alle anderen, die ich kenne. Ja, sehr charmant. Oh, ich bin gekommen, um dich zu warnen, dass Holzfäller auf dem Weg hierher ist, weil er dich sucht. Trockne dich mal lieber ab und gehe den Pfad zu ihm hinauf, sonst verpasst du noch deinen großen Tag. Klicke mit der rechten Maustaste und drücke F. Ja, okay, annehmen. Zielen mit deinem... Wird dieser automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt? Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Deine Position wird mit einem blauen Kreis auf der Minikarte dargestellt. Der gelbe Kegel zeigt an, in welche Richtung du blickst. Okay. Das heißt, wir müssen hier mal geradeaus gehen. Also es sieht schon mal sehr schick aus, das Spiel, von der Grafik her. Können wir uns auch umdrehen, ohne uns zu, umsehen, ohne uns zu drehen? Ja, können wir. Und wir haben sehr viele Fähigkeiten. Hier unten. Nahkampf. Fernkampf. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. Ah ja. Okay, da hinten ist schon mal unser Questziel und eine Holzfäller-Axt. Wegweiser. Diese plagen die Gegend und stehlen Fische aus unseren Netzen.
Die Solzriederfüchse. Ich belohne jeden, der dabei helfen kann, diese Plaggeister zu vernichten. Bürgermeister von Wünschdorf. Annehmen. Okay, kleine Nebenquest. Farbenen oder roten Namen kannst du angreifen. Ziele mit roten Namen. Benutze einen verfügbaren Skill, um den Kampf zu beginnen. Ausgegraute Skills können nicht aktiviert werden. Okay. Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Klicke einfach das Objekt an oder drücke F. Okay, ziemlich viel Information auf einmal. Bewege deinen Mauszeiger über ein Monster, ein NSC oder ein interaktives Objekt, um dir Name, Status und andere Details anzeigen zu lassen. Ah ja, hier haben wir unsere Emoticons, Handelspaket ablegen, Gleiter verwenden. Oh, das klingt nett. Und hier haben wir unsere Fähigkeiten. Spurt. Ey, Bewegungsgeschwindigkeit. Wie lange gibt das? Wird aufgehoben, wenn ein Skill oder Schaden nimmt. Lässt sich nicht im Kampf einsetzen. Also sozusagen der Ersatz zum Reittier. Und das hier ist Treten. Tritt einen Feind, verursacht körperlichen Schaden und stößt ihn zurück. Und es gibt sogar eine Combo. Fügt gestolperten Zielen Schaden zu. Kampfeszorn. Dreifach-Hieb, Rang 1. Okay, aber jetzt wollen wir gucken, was der Questgeber uns zu sagen hat. Oh, hallo, du siehst etwas feucht um die Ohren aus. Ja. Der Bürgermeister will mit mir reden. Okay. Aber erstmal Füchse töten. Für Nebenquest. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Okay, wir können schießen. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Automatischer Angriff, wir können treten. Und wir können unseren Dreifach-Hieb, also ganz normal Standard-MMO, wie man es kennt. Geldbörse des Farmers. Verbraucht einen Arbeitspunkt. Ach, das nehmen wir einfach mal mit. So weit entfernt, also schießen wir einfach mal drauf. So, wieder dreifach gut. Und wieder ein Fuchs. Und wir haben Level 2 erreicht. Marktplatzpost. Was haben wir denn gekriegt? Nix. Okay, wir haben da oben einen Buff. Schild anlegen. Durch das Tragen eines Schildes erhöht sich die Abwehr. Was haben wir hier noch? Buch der Teleportation und Tränke. Ah, haben wir ein Inventar? Wir haben Berufe. Karte, Skillfenster, Beutel. Okay, was haben wir hier? Münzen und Geldbörse eines Farmers. Verbraucht einen Arbeitspunkt. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Ja, und wo sehe ich die? Also auf jeden Fall hat mir das jetzt Geld Versuch gebracht. Im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität. Ja, okay. Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Ja, ja, das haben wir schon alles. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Ja. Klicke auf das. Nimmst du eine Quest an? Ich will das Tutorial nicht nochmal wiederholen, danke. Ich baller lieber auf Füchse. So. Noch eine Geldbörse des Farmers. So, wie viele Arbeitspunkte habe ich denn überhaupt? 9 Erfahrungspunkte und noch mehr Geld. Arbeit 3. Wenn du online bist, regenerierst du alle 5 Minuten 10 Arbeitspunkte. Offline erhältst du keine Arbeitspunkte. Okay. So, ich habe die Quest abgeschlossen. Ah ja, einfach so. Gut. Dann geht's wohl hier jetzt weiter. Hier ist auf jeden Fall noch ein Ausrufezeichen auf dem Weg. Gucken wir uns das mal an, da vorne. Und dann geht's schon in die Stadt rein. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt.
Ah ja, gut zu wissen. Was hast du uns denn zu sagen? Wir kriegen auf jeden Fall schon mal einen Gegenstand. Im Umlauf, mit dem man die hochwertigen Güter kaufen kann. Ah ja. Also das hier sind so Collectibles, so Premium, so Aktions-Collectibles mehr oder weniger. Talisa, wo warst du? Der Prophet ist hier und wirkt voll allen Augen Wunder. Er wusste, wie viele Hühner im Hühnerstall des Bürgermeisters waren und meinte, ich würde bald eine Milchkuh besitzen. Oh, wir können sogar selber, wir sagen sogar selber, was ein Wahrsager, hat er mich erwähnt? Bist du bekloppt? Du musst dich erst mit ihm treffen. Geh in die Stadt und zieh es dir selbst an. Es ist fantastisch. Okay, wir gehen einen Wahrsager begutachten. Wachposten. Ein Riesenhase. Hab keine Angst, ich werde die Fehlerheit gestalten, erscheinen. Objekte mit blauen Fragezeichen kannst du mit der rechten Maustaste oder durch F benutzen. Okay, wir haben aber leider sowas noch gar nicht gesehen. So, erster Bürgermeister. Grenzen des Geistes stellt Mana wieder her. Ah ja, du bist bereit für die große Reise. Ich wollte sicher gehen, dass du richtig vorbereitet bist, bevor du aufbrichst. Die Ältesten haben deine Reise zugestimmt, aber wir haben nicht das Geld, um sie zu finanzieren. Warum fragst du dich Bewohner, ob es irgendwelche Arbeiten gibt? Etwas mehr Geld für den Weg könnte nicht schaden. Okay. Eigentlich habe ich gehört, dass einige Leute in der Sackgasse westlich der Stadt angreifen. Wildschweine sind gefährlich, aber das gesamte Software könnte sich tagelang von nur einigen ernähren. Wenn du denkst, dass du ein paar erlegen und mit, und mir ihr Solzrieder Wildscheinfleisch bringen kannst, würde ich dir nur zu gerne eine Belohnung aus der Schatzkammer der Stadt geben. Okay. Also wir haben schon mal Wildschweinfleisch und wir haben einen Propheten hier. Haben wir noch irgendwelche Questgeber? Wir haben eine Glocke, die wir läuten könnten. Ja, sehr schön. Gedächtnisband, Briefkasten, Gasthaus. Brunnen. Wasser holen. Okay, ich habe gerade Arbeitspunkte gesammelt. Ich sag bloß, ich kann am erkannte Arbeitspunkte sammeln. Nö, ich kann nur Wasser. Wasser einsacken. Vielseitig einsetzbar, aber besonders praktisch, um Feuer zu löschen und Feldfrüchte zu gießen. Also Arbeitsmaterial eher. Und ein Prophet. Also, du möchtest also dein Schicksal erfahren. Ich höre die Worte der Seemaid. Der Name ist Talisa, bla bla bla. Also ich lese jetzt die Questtexte nicht mehr so vor. Was scheint niemand zu wissen? Und dass du dich bald auf eine große Reise begeben wirst. Halt, warte, was ist das für ein merkwürdiges Leuchten, das dich umgibt? Ach das? Niemand scheint es zu wissen, es passiert einfach manchmal. Hat da also die Seemaid dir zufällig etwas darüber gesagt? Hat sie dir überhaupt irgendetwas Nützliches gesagt? Okay, wir haben schon mal eine ziemlich große Klappe. Sei doch nicht so unhöflich zu dem lieben Propheten. Oh, da fällt mir ein, ich habe vielleicht endlich einen Hinweis auf dein seltsames Muttermal gefunden. Belohnung annehmen. Okay. Der hat also eine Quest für uns. Was denn für eine? Als ich auf die Ferien nach Hause ging, begegnete mir ein Mädchen namens Marian. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach jungen Nuinen, die glänzen wie Gold. Und ich erwähnte dich. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Endlich jemand, der das Licht kennt. Danke, Pan. Ich werde umgehend mit dir sprechen. Es tut mir leid, Liebe. Ich muss euch nun verlassen und heiliges Licht nachkommen. Es ergehe euch allen wohl, insbesondere dir. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Ja, war das vielleicht der Sprecher aus dem Intro gerade eben, was wir gesehen haben? Ich komme hier nicht mehr raus. Gut. Also ich kann hier oben Wildschweine töten und ich kann mit einem Mädchen im Wald sprechen. Haben wir hier sonst noch irgendjemanden? Wir hätten hier eine Krämerin, die Japanisch spricht. Und die Leute loben das Game schon mal. Also ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Grafisch ist es gut. Persönliche Posteulen, Haufen Zeug, was wir uns gar nicht leisten können. Nee,
Lassen wir den Krämer mal Krämer sein.